Turani nad Ondav, bis 1948 Slowakisch Turjani, Ungarisch Tuani bis 1902 Zempeln Tuani, ist eine Gemeinde im Bezirk Stropkov in der Ostslowakei. Die Gemeinde Turani an der Ondava liegt etwa 12 Kilometer südlich der Bezirksstadt Stropkov am Nordende des Vekdomaer Stausees. Das in westlicher Richtung allmählich ansteigende Ondauer Bergland, Ondavska Vrhovina, erreicht Höhen von 300 bis 350 Meter über dem Meer. Turani liegt an der Fernstraße 15, andere Bezeichnung, I-15, die von Svidnik nach Vranov nad Topou führt und als Teil der Transitstraße von Südostpolen nach Ungarn fungiert. Etwa 1000 Meter nördlich der Gemeinde zweigt die Fernstraße 556 nach Giraltovce ab, die eine wichtige Verbindung von Preov, der Hauptstadt des Landschaftsverbandes, zum Feriengebiet am Stausee Vekdomaer bildet. Ein Teil der Einnahmen der Einwohner stammt aus kleineren Pensionen und Ferienhäusern, unmittelbar südlich Turanis besteht ein großer Campingplatz. 1567 wurde der Ort erstmals in einer Urkunde genannt. Beim Bau des Vekdomaer Staudammes, 1962 bis 1967, mussten viele Häuser der Gemeinde dem aufgestauten See weichen. Das Dorf wurde einige hundert Meter östlich auf höher gelegenem Gelände neu aufgebaut. Ganz verschwunden ist dabei die 1964 eingemeindete Gemeinde Petejovs, welche südlich des Ortes lag. Die ebenfalls 1964 eingemeindete Ortschaft Vyn Rabovec ist seit 1990 wieder selbstständig. Die Bevölkerung Turanis besteht zu 97% aus Slowaken. 91% der Einwohner gaben als Konfession römisch-katholisch an, ca. 5% bekennen sich zur griechisch-katholischen Kirche.